Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Fragen- und Antworten-Video zum Thema Umbau. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt über unsere Wohnungssituation. Das ist nämlich auf dem Babykanal online. Der Babykanal ist unten in der Infobox verlinkt. Schaut da dann mal das Wohnungsvideo, denn dann versteht ihr dieses Video erst. Heute gibt es ein Fragen- und Antworten-Video rund um das Thema Wohnung und den Bau und so. Und da habt ihr einfach auf Instagram ein paar Fragen gestellt und die wollte ich heute beantworten. Viel Spaß! Genau, die erste Frage zum Thema Zeit. Wie ist euer Zeitplan? Beziehungsweise bekomme ich oft die Frage, bis wann wollt ihr fertig sein? Ja, das weiß man natürlich nie genau. Mein Vater arbeitet nebenbei noch und mein Vater wird das alles selber machen, also werden dafür keine Firma einstellen oder so. Und dementsprechend, ja, kommt es immer darauf an, wann hat mein Vater Zeit und wie weit kommt er immer voran. Und mein Wunsch wäre natürlich vor der Geburt, das heißt, es sind jetzt noch 6 Monate. Aber ja, ob es machbar ist, weiß ich nicht. Ich denke, dass wir auf jeden Fall das Kinderzimmer bis dahin fertig bekommen. Aber mehr kann ich da nicht sagen. Also für mich sind angepeilt 6 Monate bis zur Geburt eben. Aber wenn es ein bisschen länger dauert, dann ist das so. Finde ich es schade dann, weil ich natürlich dann auch endlich in die eigene Wohnung will. Aber ja, ist dann so. Fertig wird sie auf jeden Fall irgendwann. Dann Fragen zum Boden. Also was für einen Boden wir wollen. Teppich oder Fliesen, Laminat oder Parkettboden. Wir haben in der Küche Fliesen aus Holz, also Holz in Holzoptik, sagen wir so. Also wir wollen, ja, dass es so ein bisschen aus wie, sieht wie Laminat, aber halt in Holzoptik, aber halt Fliesen. Also Fliesen in Holzoptik einfach. Im Bad also werden wir auf jeden Fall Fliesen haben und der Rest der Wohnung wird in Laminat sein. Das wird so ein, ja, schönes Vintage-Laminat. Da habe ich mir auch schon was ausgeguckt. Eine interessante Frage, einfach nur, weil sie jetzt schon mehrfach hier zu lesen ist, aber ich bin ein bisschen schockiert, aber weil sie jetzt wirklich schon das vierte Mal kommt in diesen ganzen Fragen hier auf Instagram. Also, ja, hier sind die ganzen Fragen und da kam jetzt schon, und ich bin wirklich noch nicht weit, zum vierten Mal die Frage, ob ich mit meinem Freund schon Sex hatte. Erstens, was hat es mit dem Thema Bauen zu tun? Und zweitens, ich bin schwanger. Wie geht das sonst? Wie wird man schwanger ohne Sex? Außer einer künstlichen Befruchtung. Leute, macht euch mal Gedanken. Ja, dann die Frage, bekommt das Baby eine Zimmertüre vom Wohnzimmer oder vom Flur aus? Ja, das habe ich ja eigentlich im Video gezeigt. Und zwar ist das so, dass das Wohnzimmer sozusagen unser Flur ist. Also es ist sozusagen ein Loft, also alles ist wirklich offen. Und der Flur ist halt auch offen mit dem Wohnzimmer. Also eigentlich ist das Wohnzimmer der Flur, aber das. Die Tür vom Kinderzimmer ist neben der Couch, also würde ich schon sagen im Wohnzimmer. Aber ja, eigentlich ist es halt alles der Flur. Dann zum Thema Kredit. Habt ihr einen Kredit aufgenommen und wenn, wie viel? Wir haben keinen Kredit aufgenommen, natürlich nicht. das würde ich in meinem Alter noch gar nicht machen. Genau, also wir bezahlen das so aus freier Tasche, angespartes von mir und Felix. Dann eine interessante Frage, plant ihr Besonderheiten wie zum Beispiel einen Kamin oder ähnliches? Also Besonderheiten jetzt so nicht. Also ein bisschen was die Lampentechnik angeht. Also ich und mein Vater sind sehr für LED zu begeistern und dementsprechend möchte ich eine LED-Leiste außenrum im Wohnzimmer haben für so ein kleines indirektes Licht, was man eben anmachen kann, wenn man zum Beispiel im Fernsehen schaut, aber das halt trotzdem ein bisschen heller sein soll. Dann. Ja, wollte ich auch so LED-Spots oben in die Decken haben. Das finde ich immer ganz schön. Und sonst nichts. Kamin finde ich jetzt nicht so wichtig und wäre in der Wohnung jetzt auch so nicht möglich. Also im Wohnzimmer dann, weil das wäre, ja, dann müssen wir das Rohr quer durch die ganze Bude holen. Und ja, sonst sind wir gerade überlegen, ob wir oben noch mehrere Zimmer machen. Das hat mein Vater gestern vorgeschlagen. Und ich bin am Überlegen, ob ich noch oben ein zweites Badezimmer möchte, weil wenn man überlegt, wenn man dann
nachts von oben nach unten muss, weil man auf Toilette muss, quer durchs Wohnzimmer, quer durch die Küche und dann erst im Bad ist. Das finde ich ziemlich umständlich und dementsprechend ja, bin ich am Überlegen, ob ich oben noch so ein kleines Gästebad möchte. Und sonst haben wir keine Besonderheiten irgendwie geplant, würde ich jetzt mal sagen. Plant ihr auch gleich ein Kinderzimmer für das zweite Kind ein? Ich wurde auch öfters gefragt schon, ob wir überhaupt da wohnen bleiben für immer. Und es wird so sein, dass wir in 3, 4 Jahren schon umziehen wieder. Also in ein eigenes Haus dann. Und dementsprechend planen wir da kein zweites Kinderzimmer ein, beziehungsweise wäre das auf jeden Fall möglich, weil wir einfach so viele Zimmer haben da und das wird auf jeden Fall gehen, aber wir planen das so an sich nicht ein, weil wir, wie gesagt, sowieso umziehen dann in ein paar Jahren und dann die Wohnung vermieten, die wir jetzt bauen. Und in 10 Jahren werde ich, oder sogar schon in 9 Jahren, werde ich dieses Haus hier selber kaufen, um dann die Altersvorsorge für meine Eltern zu sichern. Das, ja, habe ich mir so, ja, so, wie soll man es sagen, habe ich mir so vorgenommen. Und das Haus hier ist eben so eine Art Mietkauf. Das heißt, noch mieten wir es und später, also in 9 Jahren, können wir es kaufen. Den Kauf werde ich dann übernehmen und dann haben meine Eltern hier unten ihre Wohnung und oben können eventuell hier meine Geschwister wohnen. Und dann bauen wir auch den ganzen anderen Teil aus. Also hier sind noch 1, 2, 3, 4 Wohnungen geplant. Ohne meine, also inklusive meiner Wohnung, dann 5 Wohnungen, die hier gebaut werden, in dem hier genau neben mir. Genau. Also ich werde das dann alles übernehmen. Und wir werden dann jede Wohnung vermieten. Dann eine Frage, in welcher Farbe wir das ungefähr alles halten. Das habe ich ja auch schon in dem Video gesagt, dass wir relativ viel weiß lassen wollen. Also jetzt, durch das wir das Geschlecht vom Baby wissen, weiß ich auch schon, ob das Zimmer dunkelblau oder altrosa wird. Und dann kommt eine Wand im Kinderzimmer eben farbig. Und der Rest bleibt alles weiß. Also im Wohnzimmer will ich es auch alles weiß lassen. Da will ich einfach sehr viel mit Deko machen. Und oben im Schlafzimmer habe ich da auch keine wirklich Sachen, wo ich mir denke, okay, da muss jetzt irgendwas hin. Vielleicht finde ich eine Tapete, die ich schön finde. Aber an sich wird es alles weiß bleiben, damit es auch wirklich schön hell ist. Wir haben relativ wenig Fenster und dementsprechend möchte ich das wirklich alles sehr hell halten. Und zur an sich Farbgestaltung, was die Möbel und so betrifft, die Kinderzimmermöbel werden Holz und Weiß. Und dann halt entweder altrosa oder dunkelblau. Und im Wohnzimmer wird alles ziemlich grau und schwarz. Eventuell werde ich es noch kombinieren mit dunkelblau. Das habe ich mit Felix besprochen. Das finden wir ganz schön. Esszimmer wird genauso sein, weil das ja auch anliegt ans Wohnzimmer und dementsprechend dann ja sozusagen der gleiche Raum ist und dementsprechend die gleiche Farbe haben sollte, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich da eventuell noch ein bisschen mit Dunkelblau arbeite an den Wänden. Das finde ich nämlich sehr schön persönlich. Und sonst werden wir alles relativ schlicht halten. Die Küche, da wissen wir noch gar nicht, wie die aussehen soll. Ich habe mir da schon einiges ausgeguckt, aber ja, da ist Felix noch überhaupt nicht so begeistert für meine Ideen. Und das Bad wird, wie gesagt, auch eher dunkel. Also ich denke da viel mit Mosaikstein und so. Und auf jeden Fall dunklen Fliesen. Dann zwei Fragen, die irgendwie so ein bisschen zusammengehören. Und zwar, wer kam auf die Idee und wie lief der Grundriss, also wie lief die Planung des Grundrisses? Erstmal, wer auf die Idee kam, mein Vater, der hat mir das angeboten. Und zwar habe ich, also Felix und ich haben uns schon Wohnungen angeschaut, die haben aber alle nicht so gepasst, weil entweder zu weit weg oder zu teuer oder zu klein. Und das war alles nicht so passend und dann waren auch ganz oft keine Kinder erlaubt, wo man sich denkt, in einer Vier-Zimmer-Wohnung keine Kinder, macht euch mal Gedanken. Und ja, dann hat mein Vater das mitbekommen, dass wir uns schon Wohnungen suchen und hat dann gesagt, hey, ich baue euch da oben eine Wohnung. Weil er nicht möchte, dass ich wegziehe, weil ich ihm einfach so wichtig bin. Und das fand ich schon mal so süß. Und dann habe ich so gegrübelt und gegrübelt und habe gesagt, ja, das möchte ich, das finde ich cool. Und dann sind wir hochgegangen, haben das geplant, ich und mein Vater zusammen. Und ich habe dann so meine Wünsche und meine so Gedanken so gesagt. Und er hat gesagt, ja, das können wir so machen, das können wir so machen, das können wir so machen. Und
Dann war der Grundriss da, die Idee auch, das Geld auch, die Genehmigung auch. Und da ging's los eigentlich. Dann eine Frage zum Thema Schwangerschaft. Inwiefern darfst du selber mithelfen als Schwangere? Ja, ich versuche natürlich so wenig wie möglich zu machen, aber möchte natürlich auch ein bisschen viel helfen. Aber Felix sagt immer, nee, das machst du jetzt nicht und das trage ich lieber. Aber ja, so ein paar kleine Sachen kann ich auch machen und Schrauben in die Wand, das schaffe ich auch nur. Also so ein bisschen werde ich auf jeden Fall helfen, aber viel mehr wird dann nachher so das Einrichten sein und den Möbelpackern sagen, wo was hin soll und dekorieren und so. Das wird nachher so mein Ding und streichen, tapezieren. Ja, das wird so mein Teil dann. Vielleicht auch ein bisschen Laminat legen, das kann ich ja auch schon. Ja, aber am meisten alles, glaube ich, einrichten. Dann eine interessante Frage, wie lange wird es dauern, bis ihr anfangt? Ja, die Sachen sind bestellt, also wir haben die ganzen Baumaterialien schon gekauft und die sind auch schon da. Das ist wirklich krass, es hat 2 Tage gedauert, dann waren die Sachen hier, also wirklich krass. Und ja, das Problem, dass wir 9 Meter Balken haben, ihr müsst euch mal 9 Meter an einem Stück vorstellen. Und ja, die wiegen schon richtig, richtig viel und die müssen wir jetzt eben von unten in die Wohnung transportieren, um dann die Decke fürs Schlafzimmer zu ziehen. Und ja, die muss zuerst rein, die Decke. Felix hat jetzt die erste Oktoberwoche frei. Dementsprechend werden wir, glaube ich, diese Oktoberwoche nutzen, um die Decke reinzuziehen. Ich hoffe, dass mein Vater da ein bisschen mehr Zeit hat. Und jetzt haben wir aber auch schon angefangen, und zwar habt ihr bestimmt im Video gesehen, die eine Ecke, wo die Vermieter, wo die damaligen Mieter noch ihren ganzen Müll hatten. Da haben wir schon relativ viel weggeräumt und sehr viel aussortiert, sehr, sehr viel in den Müll und ja, alles halt ein bisschen organisiert und weggeräumt, damit das auch endlich weg ist, weil das ist ja auch so ein, ja, so eine Sache, die einfach vorher weg muss, bevor wir anfangen können. Und dann müssen natürlich auch noch die Küche und das Bad leergeräumt werden. Ihr habt das ja bestimmt gesehen von außen, aber ich hab euch das gar nicht von innen gezeigt. Und zwar sind die Räume proppevoll mit Zeug. Und das muss alles weg, weil mein Vater da noch die Decke nach oben machen muss. Das heißt, da werden wir jetzt, also eigentlich sind wir schon voll dabei, jedes Mal, wenn Felix ein bisschen Zeit hat, das ein bisschen wegzuräumen da oben und ein bisschen zu organisieren. Und ja, da sind wir eigentlich so jeden Tag dabei, da ein bisschen was wegzuräumen. Und die Decke, also wirklich in der erste große Schritt, wird, denke ich, so die erste Oktoberwoche sein, weil, wie gesagt, Felix seinen Urlaub hat eine Woche und dann können wir natürlich richtig, richtig viel reißen. Ich hoffe nur, dass mein Vater da auch Zeit hat, weil er halt jetzt immer, ja, oh. Feuerwehr! Ja, wir haben Orkan draußen. Ich weiß, ihr hört ihr bestimmt auch manchmal und deswegen ist bestimmt gerade irgendwo ein Baum umgefallen. Das wäre so typisch, weil unsere kleinen Bäume hier, die knicken auch gleich ab. Das ist schon, ich hasse sowas, ne? Oh, Leute. Immer in die Kommentare, wer Orkane oder viel Wind oder so auch nicht leiden kann. Zum Glück sind meine Eltern gestern von der Kreuzfahrt wiedergekommen. Das wäre lustig geworden. Nicht lustig. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, ich hoffe einfach, dass wir da viel reißen können. Meine Mutter muss ja auch noch arbeiten, mein Vater arbeitet auch noch. Also, das muss man irgendwie alles unter den Hut bekommen, dass man dann halt nach der Arbeit ein bisschen was tut. Dann frage ich zum Thema Reborns. Wirst du ein extra Zimmer für deine Reborns einplanen? Nein. Also es wird kein richtiges Babyzimmer mehr geben. Benetton ist bis jetzt mein einziges Reborn derzeit und ich denke, das bleibt auch so. Ich weiß nicht, ob ich mir in Eschwege noch mal eins kaufe, aber sonst bleibt es. Und wenn, dann bekommen die Babys auch wirklich nur einen kleinen Platz im Wohnzimmer, wo die dann liegen und sozusagen als Deko da sind, weil ich auch einfach den genug zu tun habe mit meinem Kind und ein extra Zimmer wird es dann nicht mehr geben. Also vielleicht später, wenn das Kind groß ist oder meine Kinder allgemein groß sind, dann glaube ich, wird es wieder ein Babyzimmer geben, aber so erstmal nicht. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich muss euch das mal zeigen hier draußen. Alter, seht ihr das? Die kippen gleich um hier. Ich habe Angst, Leute, ich habe Angst. Übrigens, hier ist meine Wohnung schon, ne? Das hier, also ich kann euch das mal zeigen. Das da ist das Bad. Da kommt noch ein großes Fenster rein. Und hier ist die Küche. Also das ist schon meine Wohnung. Voll krass, oder? Ja, aber das wollte ich euch einfach mal zeigen hier.
Dann eine Frage, warum ist das Badezimmer neben dem Wohnzimmer? Das habe ich auch im Video erklärt, weil die Wasseranschlüsse sind genau unterm Badezimmer und deswegen hatten wir keine andere Möglichkeit, außer das Badezimmer und die Küche hier an die Ecke zu machen, weil wie gesagt, die Heizung und alle Wasseranschlüsse sind alle genau da unter und sonst müssten wir die Rohre komplett durch die ganze Wohnung legen und das wäre einfach nur unnötig. Und deswegen ist das Badezimmer da, finde ich auch in Ordnung. Und es geht ja auch nicht von dem Wohnzimmer ab, sondern es geht von der Küche ab. Und das finde ich auch alles so in Ordnung. Ich hätte mir das auch nicht anders vorstellen können. Ja, dann nochmal eine Frage wegen dem Wohnungsmarkt. Also ob es daran liegt, dass wir selber bauen wegen dem Wohnungsmarkt derzeit. Also bei uns ist es so, es gibt viele Wohnungen, aber Speckgürtel Hamburg ist einfach sehr, sehr teuer. Dann ist es so, dass die Wohnungen mir meistens absolut nicht gefallen. Ich bin total der moderne Typ. Also ich liebe Häuser, die von außen richtig alt sind, aber von innen top saniert. Ich finde das einfach richtig schön. Und ich habe jetzt ganz viele, wir haben uns ganz, ganz viele Neubauwohnungen angeguckt. Und ganz viele haben uns auch zugesagt. Aber bei ganz vielen ist einfach das Problem, entweder sind keine Haustiere erlaubt und die sind für mich einfach ein Muss. Meine Katzen kommen auf jeden Fall mit. Und zweitens keine Kinder. Und das verstehe ich einfach nicht, warum man denn eine Vier-Zimmer-Wohnung oder so halt nicht an eine Familie mit Kind vermietet. Und bei einer Wohnung hatten wir sogar schon eine Zusage. Aber dann hat die Tochter angerufen, dass die keine kleinen Kinder will. Wegen dem Geschrei und so. Das habe ich absolut nicht verstanden, aber da haben wir eben dann die Absage bekommen. Und ja, aber eigentlich war der Grund eher, dass mein Vater mich eben so angefuchst hat, weil ich sowieso hier in der Nähe bleiben wollte. Und jetzt habe ich einfach. Meine Tür ist direkt, also wir sind direkt verbunden durch eine Treppe und das finde ich als erstes schön. Ja, und das war's auch. Das waren so die Fragen zum Thema Bau und die eine Frage, die da ein bisschen dazwischen gefunkt ist. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantwortet. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Videoideen habt, bitte auch. Also Videoideen wirklich immer. Sehr präsent. Vlogs und so sind derzeit nicht so möglich. Das ist immer nur möglich, wenn ich mit Felix unterwegs bin oder so. Aber sonst eher nicht. Ich mache sehr, sehr wenig mit Benetton. Und deswegen sind es wohl eher so Tipps-Videos. Also wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!